Yo, eine Runde Rainbow Six Siege im Multiplayer auf locker. Bereich sichern. Ihr kennt das ja, wenn man mit der Elgato aufnimmt, da kann man ja auch seine Stimme aufnehmen. Also mit in die Tonspur reinmachen. Ja, und das klingt ja meistens total beschissen. Aber ich habe einen Weg gefunden, wie es sich ganz gut anhört und wo man nicht drüber meckern kann. Und zwar lasse ich das Ganze über Adobe Audition laufen. Da werde ich auf jeden Fall noch ein Tutorial machen. Und bei Live-Kommentar, bei der Elgato Game Capture, da habe ich dann das Virtual Audio Cable ausgewählt. Das ist halt ein Repeater. Mit dem kann man halt der Ton von Adobe Audition auf die Game Capture übertragen. Das Ganze geht auch zum Beispiel, wenn man von Adobe Audition zu OBS, Open Broadcaster Software, wenn man jetzt auf Twitch einen Livestream machen möchte. Somit kann man dann von Adobe Audition die Effekte direkt, also die komplette Stimme, wie man die Aufnahme macht, dann direkt live in Twitch übertragen. Ja, das habe ich auch erst seit kurzem herausgefunden. Und ich sag mal so, bei der Elgato, da hat man viel gespart, wenn der Ton so dann gut ist, weil die Renderzeit ist auf jeden Fall dann weg. Also die braucht man nicht mehr, außer man möchte sein Intro bei jedem Video dazu haben, dann kommt man ja nicht davon, dass man rendert. Aber wie gesagt, Leute, wo halt nicht viel Zeit haben, ist das eigentlich relativ gut, auf diesem Wege dann eine Aufnahme zu machen. Und die Aufnahme, also das mache ich gerade mit der Game Capture alles, ohne dass ich das Video jetzt gerendert habe. Ja, und ich finde eigentlich die Qualität so ganz gut. Ich werfe eine Splittergranate. Schockdrohne wird aktiviert. Na toll. Das hast du davon. Naja, ich habe nur noch 6 an Energie. Drohne startklar. Aber ich habe noch einen mitgenommen und da bin ich auf jeden Fall schon mal zufrieden. Ziele in Sichtweite, Esszimmer. Ja, ich schaue jetzt immer, ob hier eine Frostfalle ist. Da kann man nie wissen. Aber wie gesagt, wie das Ganze geht mit Adobe Audition OBS, da mache ich auf jeden Fall noch ein Tutorial. Ja, wo sind die Kandidaten? Ich muss mal schauen. Hier ist keiner drin. Den Behälter sicher. Nein! Oh Mann, jetzt bin ich gestorben. Scheiße. Ich hatte auch nur noch 6 an Energie wegen der scheiß Bombe. Alter, hat er übelst gemacht, auf jeden Fall. Hat er sehr, sehr schön gemacht. Wahnsinn. Der hat sie weggepfeffert hier am Ende noch. Aber warum hat bei mir... Ja, ich wollte schon sagen, warum hat bei mir eben hier 3 Kills gestanden? Ich habe ja 2 nur. Und Assist-Punkte.
Ja, kommt drauf an, wo wir sind. Wo sind wir? Wenn ich das wüsste. Ja, komm, ich hol Kapkan mit. Und zwar, komm, ich hol mal das Schrotgewehr von Kapkan. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Naja. Gut würde ich jetzt nicht wirklich sagen. Für diesen Raum. Zugangssperre scharf gemacht. Die Kinder haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Okay, hier sind die Hookplatten. Es bleiben 10 Sekunden. Bleiben 5 Sekunden. Alles schön zumachen auf jeden Fall. Zugang verbarrikadiert. Wir haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Also was ich von dem die machen hier nichts zu, ne? Also. Tür ist gesichert. Und dann wundert man sich, wenn man ja so schnell stirbt. Der inaktiv oder was? Irgendwie sieht das so aus. Scheint es mir so. Lade nach. Ich bin blind. Scheiße, ey. Biogefahrgutbehälter verhindert. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausweichen. Ich lade nach. Ja, das ist scheiße, ne? Jetzt habe ich die Bombe nicht mehr. Nein! Scheiße! Ach man, der mit seinem scheiß Schild, ey. Mist, Alter, ey. Aber hab doch 2 Kills gemacht. Na gut, so schlecht ist das Schrotgewehr hier jetzt auch nicht von Kapkan. Aber hat leider nicht funktioniert. Mann, der blöde Schildi da. Das Arschloch. Hätte ich dem getroffen mit der Bombe eben, wo er da dran war. Dann wäre alles gut gegangen, auf jeden Fall. Aber okay. Na komm, ich hol Ash mit. Ja, mit der Rauchgranate. Reicher, wenn ich da 2 Sprengladungen hab. Also, wo ich so an die Wand kann klatschen. Von der Ferne. Kommt ja auch drauf an, wo die sind. Aber okay. 4 Kills schon mal. Das ist auf jeden Fall schon mal beruhigend. Okay. Wir wissen, wo sie sind. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Hey! Oh, ich bin noch rausgekommen, jawohl. Weil ich lasse die Drohne hier stehen. Somit kann ich dann gleich auf jeden Fall überall hineinspitzeln.
was da so abgeht. Noch 10 Sekunden. Aber jetzt haben wir kein Thatcher da. Die Frage ist, haben die da was dran gemacht? Ja, haben sie. Da müsste die Twitch hingehen und normalerweise das alles wegschießen. Oder halt Termit schmeißt Granate rein. Also Termit wird nichts mehr machen. Ja. Alter! Nein! Oh Mann, ey, was machen die da? Der rennt mir hier vor der Nase rum, Alter, ey. Da kann man gar nicht richtig schießen. Ey, was war denn das hier für eine blöde Aktion? Jetzt mal ehrlich. Ey, die laufen doch vor der Nase rum und die schießen nicht. Und sind da vor mir. Also, da verstehe ich gar nichts mehr. Naja. Ich konnte da nicht wirklich schießen, sonst hätte ich einen von denen abgeballert. Da laufen die ganze Zeit die vor der Nase rum und dann schießen die nicht. Das ist schon krass, ne? So, jetzt das Schild mal hier wegmachen. Nitro-Handy. Ich hole jetzt auf jeden Fall Mute mit. Ja, was wird noch daraus? Keine Ahnung. Okay, in dem Raum, dann werde ich auf jeden Fall noch schnell die Luke zumachen. Ja, aber trotzdem, ne? Da laufen die da vor der Nase rum. Warte mal, dass ich da nichts falsch mache. Wo ist denn die Luke? Das ist doch diese Luke hier, ne? Ja. Ich war gerade etwas verwirrt. 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. So. Schnell hier eine Platte holen. Ja, ich hoffe, dass Kessel hier zumacht. Oh Mann, ey. Leute. Man muss auf jeden Fall zumachen. Das ist ganz, ganz wichtig. Könnte wetten, ein Schild kommt hier wieder an. Ja, sehr spannend, ne? Auf jeden Fall. Oh, oh nein. Da ist ein Schild.
Mikro platziert. C4 ist. Och nö, das kann doch nicht sein. Ah, okay. Also, hat er auf dem Boden auf jeden Fall gelegen wegen der Bombe. Nein! Oh Mann, das ist doch bescheuert, ey. Na toll. Ach, ey. Das ist doch alles beschissen, ey. Echt. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Sehr schön. Der verbleibende Operator des eigenen Trupps. Ach nee, noch ein Schild. Noch ein Schild, ich fass es nicht. Na komm, ah. Oh. Nein, Alter. Der braucht nur noch einen Schuss, ist er weg. Oh je. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Schießen doch auf die Füße, Alter. Oh Mann, wie kann man so blöd sein, ey? Ohne Witz. Mission gescheitert. Ey. Ja? Das kotzt mich an, Alter, so eine Scheiße. Ah ja, naja. Okay, dann haben wir halt verloren. 3-1. War trotzdem interessant. Ich habe meine Kills gemacht. Ich bin zufrieden. Haut rein, Leute.